Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Parkett der New York Stock Exchange zu Inside Wall Street. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Herzlich willkommen. Dankeschön, Herr Koch. Frau Navidi, wir haben schon zu Weihnachten, zu Neujahr dieses Chaos um die Fiskalklippe gesehen. Nun ist es wieder soweit. Der 1. März ist das Datum und Republikaner und Demokraten müssen sich wieder einigen und alles in letzter Sekunde. Ja, es ist relativ dramatisch. Man hat das ja mit Absicht so gemacht, um sich dazu zu bringen, zu motivieren, dass man zu einer Einigung kommt. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus. Das ist sehr schlecht, weil das negative Konsequenzen für die Wirtschaft wahrscheinlich haben wird. Man rechnet mit einer Einbuße oder einem Einschnitt in das Bruttoinlandsprodukt von 0,5 bis 0,7% und einer Erhöhung der Arbeitslosenquote. Wie viel ist noch nicht ganz klar, aber dass es mehr Arbeitslose geben wird, ich glaube, davon dürfen wir ausgehen. Es müssen ja 85 Milliarden Dollar eingespart werden. Das sind 2% des US-Haushalts. Klingt eigentlich gar nicht so viel, wenn man hört, dass es nur 2% sind. Ja, natürlich, man kann auch sagen, es ist eine sehr große Wirtschaft, das müsste die Wirtschaft verkraften können, aber man muss hier die Zahl auch in Relation setzen zu dem Zeitraum, in dem das abgebaut werden muss, nämlich 7 Monate, und das ist schon dramatisch. Ein anderer Faktor ist auch, dass nicht unterschieden wird zwischen wichtig und unwichtig. Es wird nicht priorisiert, sondern es wird von allem etwas abgeschnitten, ob es die Polizei ist oder das Krankenhauswesen. Es gibt nur ganz wenige Posten, die nicht beeinflusst sind, das ist zum Beispiel Sozialhilfe oder die staatliche Gesundheitshilfe, aber da kann es auch zu Verzögerungen kommen, denn es wird auf jeden Fall Personal, wenn nicht abgebaut, aber dann wird doch zum Beamten zum Beispiel gesagt, kommt einen Tag weniger in der Woche und ihr kriegt dafür weniger Gehalt. Warum ist hier in den USA immer alles bis zur letzten Sekunde? Warum muss man diesen Druck aufbauen? Es ist eine Unkultur, die sich aufgebaut hat, und ich finde, das reflektiert auch etwas so dieses Auseinanderlaufen von Arm und Reich, diese extreme Auseinanderfallen, der Verteilungskampf. Niemand möchte etwas abgeben. Natürlich, jeder will, dass gespart wird und dass die Schulden abgebaut werden, aber bitteschön doch nicht bei einem selbst. Die Verhandlungspositionen liegen so weit auseinander, dass eine baldige Einigung recht unwahrscheinlich ist. Was wahrscheinlich passieren, wir gehen über die Frist hinaus, dann ist der Druck wieder so hoch, insbesondere wenn man die Konsequenzen anfängt zu spüren. Wenn die öffentlichen Parks zu sind, man seine Steuerrückerstattung nur mit großer Verspätung erhält, dann wird man sich wahrscheinlich wieder an den Tisch setzen, aber vermutlich dann auch wieder damit, dass man sagt, man muss eine Frist bestellen, innerhalb, wenn man sich nicht einigt, dass dann wieder neue, also ein Sequester heißt, dass ja wieder neue negative Konsequenzen ins Spiel kommen. Wenn wir die Märkte sehen, die sind weiter aber auf Rekordniveau, die scheinen unbelastet zu sein und haben das eingepreist? Ja, die Märkte scheinen sich an alles zu gewöhnen und davon auszugehen, wie die Erfahrung der letzten Monate gezeigt hat, man kommt eben immer an diesen Notpunkt heran und dann kommt man doch noch irgendwie zu einer Einigung. Also wahrscheinlich wird der Markt nicht in Panik geraten, aber man kann sich natürlich nicht darauf verlassen. Man weiß nicht, was der Markt machen wird. Schauen wir auf das nächste Thema hier in den USA. Das ist die US-Notenbank Fed, und Fed-Chef Ben Bernanke musste vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Er hat gesagt, dass man zwar eine leichte Verbesserung auch am Arbeitsmarkt sieht, aber dass das im Prinzip noch relativ schwach ist. Also können wir erwarten, dass die US-Notenbank das QE-Programm weiter fortfahren wird. Ja, davon sind wir die ganze Zeit ausgegangen. Es ist ja bekannt, dass es auch abweichende Stimmen gibt bei der Fed, aber es kommt auch immer darauf an, wie die verteilt sind und wer wie wählen darf und tut. Von daher, aber ich denke, das Ganze ist ein Experiment, was wir so noch nicht gesehen haben in diesem Ausmaß, das vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Und was da im Endeffekt herauskommen wird, das kann niemand sagen. Ich glaube, sogar die dafür sind, würden eingestehen, dass das natürlich Gefahren birgt von Inflation, von Blasenbildung und sich eventuell irgendwann auch mal negativ auf die Wirtschaft auswirken kann, denn es wird ja alles verfälscht. Aber ich denke, Bernanke hat Angst davor, weil eben alles noch sehr wackelig ist, den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, und dann lässt man es lieber einmal so weiterlaufen, insbesondere angesichts der Risiken, die wir immer noch hier in den USA sehen, jetzt mit dem Sequester und auch den Risiken in Europa. Nun hat die Ratingagentur Fitch schon angekündigt, dass man eventuell dann die Bestnote aberkennen wird, das AAA, wenn sich auch die Politiker in Washington nicht einigen. Wird das auch Auswirkungen haben oder wird das im Prinzip untergehen? Es muss nicht unbedingt dramatische Auswirkungen haben. Wir haben das ja jetzt schon einmal mitgemacht in letzter Vergangenheit. Wir haben es auch bei anderen Ländern gesehen, wie Japan. Länder, die immer noch angesehen werden als sehr groß und sicherer Hafen, die haben da nicht so unmittelbar darunter zu leiden. Nur, es ist ja ein Rennen zum Boden hin. Es wird immer ein bisschen mehr herabgestuft. Und irgendwann stellt sich die Frage, wann ist der Tipping Point erreicht? Wann wird das Ganze vielleicht kippen? Also verlassen kann man sich nicht darauf. Schauen wir mal nach Europa, nach Rom.
Einer, der weiß, wann Zeit ist zu gehen, das ist der Papst, der sitzt im Hubschrauber und geht in den Ruhestand. Ein anderer, der will immer weiter und hängt an seinem Sitz, Silvio Berlusconi, versucht weiterhin auch ein Wörtchen mitzureden in der italienischen Politik. Denken Sie, das wird den europäischen Märkten weiter schaden? Ja, den Markt und natürlich auch die ganze Situation grundsätzlich. Die EZB hat relativ effektiv eingegriffen und das Ganze gestützt, aber sie hat Zeit gekauft, damit die Politik Lösungen herbeiführt. Und das sehen wir viel zu wenig. Und natürlich jetzt in Italien, wenn es da zu einer Stagnation kommt und man nicht voranmacht mit den Reformmaßnahmen, dann wird sich das sehr negativ auf ganz Europa auswirken. Ja, wir sehen auch, es könnte sich dann auch negativ auf Spanien, Portugal auswirken. Und ist da eine Kettenreaktion zu erwarten, dass alles noch mal schlimmer wird? Ist möglich. Allerdings hat Spanien noch so das Privileg, bei Spanien wird es für möglich gehalten, dass es nochmal zur EZB geht und um Hilfsmaßnahmen fragt. Das unterscheidet es etwas von Italien. Wenn Italien keine wirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen durchführt und Reformen, dann ist nicht rechtfertigbar, das weiter mit EZB-Money Geld zu stützen. Vielen Dank, Sandra Navidi, dass Sie heute mein Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier vom Parkett der New York Stock Exchange.